Was ist das denn für ein Zimmer? Und wieso? Die Konsole ist weg, der Fernseher ist an. Strange, würde ich mal sagen. Ah, die Kassette. Yeah, baby. Nice, geile Musik. Könnte ich stundenlang hören. Finde ich geil. Hat hier so coole Spiele. Das ist wahrscheinlich für diese Nintendo-Konsole. Gently attacken, Fireball, harten schlagen. Oh nice, das sind Cheatcodes. Kennt man. Ich sag nur GTA San Andreas auf der PlayStation 2. Da hatten wir eine ganze Liste voll Cheatcodes. Das war nice. Finde ich cool. Hat was Nostalgisches. KSNZ Presents. Sonic Boom 94. Habt ihr eine Nummer? Are you going to the dance with anyone? Who's got a crush on you? Interessante Spiele. Captain Allegra, immer noch mit wehendem Rock und fester Jacke, stieg mit einem einzigen schmierenden Faden in die tiefen Höhlen des Labyrinths hinab. Sie und der erste Offizier, jetzt auf sich gestellt, kamen ihrem Ziel immer näher. Dem Thronsaal des toten, unsterblichen Königs der Insel. Der erste Offizier ließ sich weiter vorne auf den Steinflur nieder. Sie wischte sich kreideweiße Knochenstaub von ihren Hosen aus, Segeltuch und schaute hoch zu Allegra. Der seidene Faden, nahezu unzerstörbar durch die verzauberten die diese Insel bewohnten, folgte ihnen, um ihnen den Weg zurück zum Eingang zu weisen. Aus dem Inneren des Labyrinths begann ein Stöhnen zu erschallen. Das Stöhnen wurde lauter und deutlicher. Die verfluchte Stimme des Königs. Die Haare an Captain Allegras Armen stellten sich auf. Sie schaute sich danach dem ersten Offizier um, dessen Augen etwas zu lange bei der Finsternis des Durchgangs verharrten, bevor er den Blick des Captain bemerkte.
Der S-Offizier nickte still vorwärts. Der Thronraum des Königs lag voraus. Skelettartig in verrotteten Roben war der König über eine blaue Kugel gebeugt, die sich an der Spitze seines königlichen Zepters befand. Während er sang, strömten jammernde Seelen eine nach der anderen durch Risse in die Höhle, in der Höhlenwand, und wurden in die Kugel gesogen, wodurch sie immer heller und heller glühte. Hinter dem König führte eine lange, aus dem Fels gehauene Treppe von einem Durchgang weiter oben in die Kammer. Allegra sagte, »Wir sind in der Überzahl. Ich werde seine Aufmerksamkeit auf mich lenken und du kannst...« »Und dann kannst du...« Aber der erste Offizier unterbrach sie. »Nein, ich bin kleiner und schneller. Du kennst dich mit mystischen Energien wie diese aus. Ich werde mich auf die andere Seite schleichen, den König auf mich aufmerksam machen und ihn dazu bringen, mich zu verfolgen.« Sie hielt die seidene Schnur hoch, mit diesem unzerstörbaren Faden im Gefolge. »Natürlich«, Allegra sagte, »das ist ein guter Plan, aber vielleicht sollten wir zusammengehen.« Der erste Offizier schüttelte den Kopf. »Du weißt, das ist unsere beste Chance. Hab keine Angst um mich.« Die zwei Frauen griffen sich bei den Händen und drückten sie dreimal fest. Ihre Handflächen wurden warm. Der erste Offizier knotete den Faden an seinem Gürtel fest und salutierte kurz. Dann zwinkerte sie ihr zu und stürmte davon. Allegra wartete und starrte wachsam auf den oberen Teil der Treppe, wo der erste Offizier auftauchen sollte. Der König fuhr fort mit seinem Halt. Halt! Nein! Nein! Das Singen erstarb. Der König drehte sich um und begann die Treppe hinauf zu gehen. Allegra wollte schreien, nur um irgendwie zu verhindern, dass der erste Offizier kopfüber ins Verderben rennt. Der König war schon fast oben angekommen, als der erste Offizier aus dem Gang gerannt kam. Sie rutschte, als sie versuchte anzuhalten. Und dann drehte sie sich um und lief davon. Der König verfolgte sie mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Aus einem dunklen Gang, viel zu weit entfernt, hörte Allegra den ersten Offizier schreien. Der Faden in Allegras Hand wurde gespannt und sie erzitterte. Dann fiel er schlaff auf den Steinboden. Allegra lief und folgte der Schnur. Schließlich kam sie an ihr Ende. Der unzertrennbare Faden hing schlaff aus ihrer Hand herunter. Das Ende war abgerissen. Sie warf ihn auf den Boden und lief. Lief. Okay, dramatische Geschichte. Wahrscheinlich selbst geschrieben. Mitten Dry Creek Road. Mieze. Tut mir übrigens leid, dass das Lesen manchmal immer so schlecht bei mir ist. Ist halt schweizerdeutsche Gedanken plus hochdeutsche Sprache. Das ist manchmal etwas schwierig. Sementa. S steht für strebsam, A steht für attraktiv, M steht für mutig, A steht für aufrichtig, N steht für nett, T steht für treu, H steht für hilfsbereit und A steht für aufmerksam. Oh man, Sam hatte das schon in der vierten oder so. Ein Ordner. Ein Buch? Die Heilige Bibel. Okay, hier brauchen wir eine Kombination. I haven't had that much to drink. Jodie Foster. How many fingers am I holding? You'd better not have been reading my secret diary again. Ugh. Here you go, Mitten. Have some paid. Gross. Wow. Ich denke mal, den Code finden wir okay, wait. Nur mal so 1017. Hätte ja sein können. I want to believe. Ich habe hier schon gesehen, hier ist noch ein
Zettel drunter. Hi, Loni. Ich habe das hier in der ersten Stunde geschrieben und auf dem Weg zur zweiten in deinem Spind, in einen Spind geworfen. Das machen alle coolen Kids, habe ich entschieden. Schreib mir zurück und hier noch eine Idee, was du als nächstes zeichnen könntest. Zwei Katzen auf einem Motorrad. Hey, das ist eine gute Idee. Was die ganzen coolen Kids tatsächlich machen, ist, sich Nachrichten auf ihre Pager zu schicken. Aber wir sind cooler als sie. Weißt du warum? Weil sie das nicht mit einem Pager schicken können. Ein Katzenbild war so gut, dass ich noch einen Hintergrund hinzugefügt habe, um es noch besser zu machen. Vielleicht sollte ich aber lieber beim Schreiben bleiben. Haha, mir gefällt's. Woher wusstest du, dass sie kurz davor waren, von Aliens entführt zu werden? Ich beobachtete gerade Mr. Fish. Fish? Er sieht irgendwie aus wie jemand, der jede Menge Katzen hat. Und jemand, der heimlich Beverly Hills 1910 schaut und keine Folge verpasst. Ich werde ihn mal nach der Stunde wegen den Katzen fragen. Er hat gesagt, dass er zwei Katzen hat und dass er Beverly Hills 90... Sorry. Und dass er Beverly Hills 90210 noch nie gesehen hat. Aber ich sah ihm an, dass er lügt. Okay. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass plötzlich irgendwo jemand steht. Name Samantha Greenbrier, Klasse 11, Lehrkraft Fletcher, Stunde 5, Thema Werken, Aufgabe Mentalbearbeitung, Gravur, Note C-, Bemerkungen, keine schwierige Aufgabe, Metalltafel für Familienporträt angemessen, aber nicht komplex. Als ich sagte, Mom und Dad sollten durch die Namen der Eltern ersetzt werden, meinte ich, nichts hier einfach darunter hinzuzufügen. Akzeptabel geschliffene Ecken. Zeig mehr Stolz auf deine Arbeit. Okay. Das ist Steggy. Steggy. Okay. Steggy. Soundgarden Exclusive Interview Tool, Rage Against the Machine, Groove, Kurt Cobain. Patti Smith, Biohazard, Nosiria Jr., Lemon's Head, Ice Cube, Grove Exclusive, AIDS in Africa, Soul, Asylum Life, Eddie Vedder, Weezer, Veruca Salt, wollen es wissen, Max and Martin. Gesucht für Mord an Straight Hatcher. The Brother 150. Klar ist es, Neva Fedrus. Neu in 1965. Das ist die, die mein Dad und ich bauen. Wollen wir mal fahren, wenn sie fertig ist? Interessante Sachen hier im Zimmer. Sam, ich finde, der Schriftstellerkurs wäre perfekt für dich. Mrs. Bleach Prayer College Sommerprogramm für Jugendliche, Studienjahr 1995. Reed College, eine der landesweit höchst gelobten privaten Universitäten für Geistes- und Naturwissenschaften, ist stolz, ihr 14. jährliches Sommerprogramm für Jugendliche anzukündigen. Dieses Programm lädt Schüler der 10. und 11. Klasse dazu ein, Vorlesungen, Workshops und Diskussionen zu vielen verschiedenen Themen zu besuchen. Dabei wird der Fokus auf Veranstaltungen in kleinen Gruppen und enges Zusammenwirken zwischen Fakultät und Schüler gelegt, wodurch junge Geister ermuntert werden sollen, viele verschiedene Bereiche voller Begeisterung zu erkunden, bevor sie mit einem Studium beginnen. Und zusätzlich werden aus jedem Kurs 3 Schüler ausgewählt werden, die ein Stipendium für ihr erstes Jahr am Reed erhalten, wenn sie sich dazu entscheiden, sich Vollzeit als Student einzuschreiben und von Reeds Bewilligungsgremium zugelassen
Wir Lehrer an entsprechenden Schulen haben Unterlagen mit den speziellen Voraussetzungen für jeden Kurs und Richtlinien für das Einsenden von Portfolios und Bewerbungsschreiben erhalten. Zugelassene Schüler werden am Anfang des Kalenderjahres 1995 benachrichtigt. Erforsche, lerne. Look who's that is weird. Was man hier alles anschauen kann. Frankenstein. Metamorphosis. Jungle Books. The Misfits. Mille, Pacific Institute of Art, Ausstellung. Good Fellow High School, disziplinarischer Verweis. Name Yolanda De Sotto, Klasse 12, Datum 20.10.1994. Mr. Benchley sah Mrs. De Sotto ein T-Shirt mit einer unakzeptablen Darstellung auf der Vorderseite tragen. Eine große Bierdose mit der Aufschrift Pabst Blue Ribbon. Mrs. De Sotto wurde daraufhin zum Büro des Vertrauenslehrers geschickt. Mrs. De Sotto erhielt die Möglichkeit, ihr T-Shirt auf links zu ziehen, es gegen ein T-Shirt aus ihrem Sportschrank zu tauschen oder für den Rest des Tages der Schule verwiesen zu werden. Mrs. De Sotto entschied sich für den Verweis. Ihr Vater wurde angerufen, war jedoch nicht zu erreichen. Und es gab keinen Anrufbeantworter. Mrs. De Sotto muss dieses Schreiben morgens von ihrem Vater unterzeichnet zurückbringen. Gezeichnet Schulleitung Marcia Kandeslowski. Schüler Lonnie D. Yolanda De Sotto. Wieso haben wir so einen Brief? Im Mülleimer von jemand anderem? Wieso hat sie hier zwei Türen in ein Zimmer? Wo ist unser Diary? Hab ich den Codes, das habe ich schon gelesen. Das Licht lasse ich einfach mal an. Danger, wear goggles and rubber gloves when handling anything in this room.